was mir Arbeit bedeutet, ich glaube fast alles. Weil die erdet, die kann mich gut beschäftigen, die kann mich gut ablenken bei starken Problemen. Anerkennung, Selbstbestätigung und Spaß manchmal. Im Moment ganz viel, weil ich arbeitslos bin. Arbeit ist Lebensinhalt zum großen Teil. Ja. Glücklich machen mir andere Dinge. Geld macht nicht glücklich, ist beruhigt. Irgendwas zu tun braucht jeder Mensch, denke ich. Erfüllung, Selbstverwirklichung, Kontakte. Arbeit bedeutet ich. Also ich ohne Arbeit kann ich mir nicht vorstellen. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Und du? Also ich könnte mir es ohne Arbeit richtig gut vorstellen. So schön mit der floridianischen Beach-Volleyball-Damen-Nationalmannschaft jeden Tag am Strand. Aber dann müsste ich auf dich verzichten. Das wäre auch doof. Das wäre total doof. Also bei dir? Mir würde, glaube ich, nach spätestens 2 Wochen die Decke auf den Kopf fallen. Das würde mir gar nicht gefallen. Ja, macht sie uns aber jetzt tatsächlich glücklich oder nicht, die Arbeit? Das ist heute die Frage. Und die klären wir mit einem Gast, der in puncto Arbeit schon sehr viel erlebt hat. Zwilling Pfadfinder Klassenbester. Das ist Ulrich Renz, geboren 1960 im schwäbischen Remstal. Im Sport bringt er Höchstleistungen, wird deutscher Jugendmeister im Langstreckenlauf. Er schmeißt einen Dritte Weltladen und ist in der Friedensbewegung aktiv. 2 Jahre in Paris widmet er dem Müßiggang und verdient Geld als Straßenmusiker. Danach die große Karriere, Medizinstudium, 2 Jahre als Arzt. Er wird Geschäftsführer eines Fachverlags. Heute ist Ulrich Renz Autor, schreibt Sachbücher und Kinderkrimis. Sein Fachgebiet? Arbeit. Sein Lieblingsort? Die Hängematte. Ja, Herr Renz, herzlich willkommen bei uns. Ein Thema, das Sie ewig nicht loslässt, ist eben die Arbeit. Darüber schreiben Sie. Was fasziniert Sie so sehr an diesem Thema? Naja, zunächst mal ist es ja eine Leidensgeschichte, die ich mit der Arbeit hatte. Wobei, das ist vielleicht auch falsch gesagt, denn zuallererst war die Arbeit für mich das Ding. Und so geht es ja vielen. Und dann, wie ich älter geworden bin, irgendwann mal war mir klar, nein, das ist es nicht. Ich habe dann ja Knall auf Fall aufgehört mit dem, was ich gemacht habe. Mit dem Leistungssport? Also Leistungssport? Das ist jetzt die erste Stufe für mich. War das schon Arbeit oder noch nicht? Ja gut, ich habe das natürlich Sport nicht als Arbeit in dem Sinn gesehen, aber natürlich ist es, das hat alle Elemente von Arbeit eben. Und klar, da ging es um Höchstleistung und das Leben musste dem untergeordnet werden. Also ich war dann vielleicht so was wie so ein Hochleistungsmanager der Laufbahn, kann man sagen, oder ein Manager meiner eigenen Kräfte. Mhm. Und als es dann zur richtigen Arbeit ging, also wo Sie nicht nur quasi um sich selber auszutoben, Sport getrieben haben, sondern wirklich um Geld zu verdienen, also auch unter dem Zwang standen, Geld zu verdienen, da kam irgendwann der Wendepunkt und Sie hatten keine Lust mehr. Was war da passiert? Ja, ich bin da wirklich mehr so reingeschlittert in diese Arbeit. Ich habe Medizin studiert, weil ich Arzt werden wollte und hatte dann während des Studiums so mit ein paar Kumpels zusammen so die Idee entwickelt, ach, wir könnten doch vielleicht mal ein Büchle schreiben, so ein Kitteltaschenbuch für junge Ärzte, für Studenten und so. Und daraus ist dann, das ist einfach so eine Erfolgsidee gewesen, die alle 10 Jahre vielleicht mal auf den Markt kommt sozusagen. Und daraus ist dann eben so was wie ein eigener Verlag geworden, ein eigenes Satzbüro, Grafik und immer mehr und viel Begeisterung. Das war natürlich super. Es war super, ein tolles Buch zu machen, damit Erfolg zu haben. Und so wurde es immer mehr. Ich bin Verleger geworden. Und eines Tages, nachdem ich jahrelang das gemacht habe und schon Leiter eines großen Verlages war, war mir plötzlich klar, eigentlich, das ist gar nicht mein Ding. Das ist nicht mein Leben. Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Ich wollte eigentlich immer ganz, ganz anders leben. Von morgens bis abends da irgendwelche Konferenzen bespielen und... Hatten Sie die Vorstellung, den ganzen Tag in der Hängematte zu verbringen? Oder wie waren Ihre Vorstellungen denn? Nein, meine Vorstellung war erstmal, ich hatte gar keine Vorstellung. Ich wusste nur, das ist nicht richtig. Ja, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ich hatte so ein bisschen vom Gefühl her, es waren mir die Zeiten
damals dann plötzlich wieder präsent, so nach dem Abi, die Welt steht offen, hey, was machst du? Du träumst raus in die Welt, Europa kennenlernen, Freunde kennenlernen und Musik machen, selber ein bisschen was schreiben, kreativ sein und all das. Und das dachte ich, ey, von all dem, was ist daraus geworden? Gar nichts. Es ist von dem null realisiert worden. Ich hatte dann auch noch zu Hause ein kleines Kindchen oder dann inzwischen schon zwei kleine Kindchen. Von denen kannte ich die Namen, aber die Namen der Kuscheltiere zum Beispiel nicht. Entsprechend war das Verhältnis mit den Kindern auch nicht so ganz, wie es halt sein sollte. Ja. Vielleicht kennt ja jeder so ein bisschen auch mal das Gefühl, was Sie beschreiben. Jeder ist ja manchmal in so einem Knackpunkt seines Lebens und fragt nochmal, bin ich im richtigen Leben, so wie Sie sich das auch gefragt ja. haben. Arbeit hat halt sehr großen Einfluss auf unser Leben. Es, ja, die Arbeit bestimmt unser Leben. Für einige ist die Arbeit auch sowas wie eine Ersatzreligion. Da werden wir später noch drauf kommen. Aber jetzt kommt das Wichtige. Das war nicht immer so. Arbeit und Glauben. Irgendwie gehört beides zusammen. Adam und Eva leben noch sorgenfrei im Garten Eden, so die Bibel. Doch dem Sündenfall folgt der Rausschmiss aus dem Paradies. Fortan gilt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Arbeit als notwendiges Übel, so bleibt es über viele Jahrhunderte. Das wahre Leben findet außerhalb statt. Bei rund 100 Feiertagen im Jahr kein Problem. Das ändert sich mit Martin Luther. Müßiggang ist Sünde, erklärt er. Arbeit wird bei ihm zur Berufung. Puritaner und Pietisten gehen noch weiter. Man lebt, um zu arbeiten, so ihr Credo. War Habgier bislang ein schlimmes Laster, wird wirtschaftlicher Erfolg jetzt zum Zeichen göttlichen Erwähltseins. Grüß Gott, Kapitalismus. Die Industrialisierung mit ihren Fabriken und Dampfmaschinen verändert die Arbeitswelt grundlegend. Dank elektrischen Lichts kann jetzt auch nachts gearbeitet werden. Doch noch fehlt der Belegschaft die notwendige Arbeitsmoral. Kaum ist der erste Lohn ausgezahlt, wird erst einmal blau gemacht. So nicht, beschließen die Fabrikbesitzer. Statt gutem Geld zahlen sie fortan Hungerlöhne. So müssen die Arbeiter, um zu überleben, jeden Tag maluchen gehen. Ende des 19. Jahrhunderts dann ein weiterer Meilenstein. Gemeinsam mit Karl Marx fordert die Arbeiterbewegung das Recht auf Arbeit als Grundrecht. Im aufkommenden Kommunismus wird der Arbeiter gar zum Helden der neuen Gesellschaft erkoren. Und heute? Die Helden sind längst verfallen. Das Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit ist allgegenwärtig. Und in Zeiten der Globalisierung und internationalen Konkurrenz rutschen die einen in die altbekannten Mühlen des Billiglohnsektors. Und die anderen tun alles, um einen guten Job zu ergattern. Und dem widmen sie dann ihr Leben, rund um die Uhr. Doch ob Billigkraft oder hochbezahlt, in unserem Streben sind wir alle vereint. Und so glauben wir noch heute, zwar nicht mehr an Gott, dafür aber an den Konsum und die richtige Marke. Tja, zwei Sachen fand ich da ganz interessant, also die möchte ich besonders hervorheben. Vielleicht können wir die noch mal kurz besprechen. Zum einen 100 Feiertage früher? Ja, das war im Mittelalter so, ja. Krass. Ja, die Religion war wahnsinnig wichtig und diese Feiertage waren eben zum größten Teil religiöse Feste, also ja. Namenstag von irgendeinem Kirchenheiligen und so weiter. Aber da konnte man dann auch nicht machen, was man wollte, sondern man musste beten, Man musste auch beten, aber es ist klar, dass da auch Exzesse, da ging es auch um die Exzesse, ganz klar. Mhm. Arbeit war damals eben das Mittel, um zu leben. Ja? Und wenn nicht gearbeitet werden musste, dann hat man eben nicht gearbeitet, sondern genau, und dann kommt gespielt, viel gespielt. Ja. Gleich dann zum zweiten Aspekt, den ich interessant fand, dass die Fabrikarbeiter gar nicht jeden Tag in die Fabrik mussten ursprünglich oder wollten. Weil die Mentalität war, ich brauche zum Leben so und so viel Laib Brot und so, eben ganz traditionell. Und wenn das Geld zusammen war, dann war das gut und, und tschüss. Ja. Also diese Vorstellung, dass es immer mehr werden sollte und immer mehr werden kann, ist dann erst so ganz langsam in die Köpfe der ersten Industriearbeiter gekommen. Das ist übrigens auch so, wenn Forscher, Ethnologen in einem Volksstamm im Amazonasgebiet oder so auffinden und
die Arbeiten machen lassen, zum Beispiel tragt ihr unsere Kameraausrüstung oder so, die haben exakt das gleiche Problem. Ja? Die sagen, wir geben euch so und so und dann irgendwann sind die dann weg, weil es hat gereicht. Ja, ja. Die haben ja dann erstmal genug. Wäre das interessant für Sie, so ein Leben zu führen? Also arbeiten, bezahlt werden und dann erstmal nicht mehr arbeiten, weil man hat ja dann Geld, um erst wenn man wieder Geld braucht, richtig zu arbeiten. Wir Menschen, nein, ich bin genauso in unserer Kultur verhaftet wie wir alle. Wir sind verglichen mit den Menschen des Mittelalters, sind wir fast wie eine andere Spezies in unserem Kopf. Ja. Wir sind ganz anders erzogen, wir sind in ganz anderen, unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen. Und einer der Unterschiede ist eben, dass wir verglichen mit den Menschen des Mittelalters ja geradezu im Paradies leben. Ja, das war ja im Film auch so, der Mensch ist aus dem Paradies vertrieben worden. Und was hat er gemacht? Er hat sich ein Paradies aufgebaut. Ja, er hat jetzt erlebt im Überfluss. Nur im Paradies, das wir uns geschaffen haben, fehlen uns dann doch Sachen. Uns fehlen zum Beispiel ja, die Abenteuer, die großen Gefühle, vielleicht auch das Heldentum und die Emotionen. Und vielleicht auch Gott. Vielleicht können Sie uns ja mal an dieser Stelle eine kleine Definition liefern. Was müssen wir uns unter Arbeit vorstellen? Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arbeiten und Menschen, die es aus unterschiedlichen Gründen tun. Das erste ist natürlich Geld verdienen zum Überleben. Das sollte man jetzt mal nicht vergessen. Ja. Arbeit ist, es gibt tausend Definitionen und die Arbeit, über die wir jetzt hier sprechen, ist ja Erwerbsarbeit. Also die Arbeit, für die wir bezahlt werden. Und da, das ist auch schon angeklungen, da spaltet sich der Arbeitsmarkt eben in den letzten Jahren extrem zwischen denen, die aus schierer Daseinsnotwendigkeit arbeiten müssen, weil sie eben von einem Job zum Beispiel gar nicht mehr leben können, weil der Preis der Arbeit verfallen ist. Mhm. Das ist der eine Teil. Aber der andere, jetzt so höher qualifizierte Bildungsbürger, die hier am Tisch sitzen, für die arbeiten mehr. Die wollen schon ihr Geld damit verdienen, sie verdienen meistens auch gut Geld damit, aber sie wollen was drüber raus. Irgendwas, wo sie sagen, das entspricht meiner Selbstdefinition, das ist das Ding in meinem Leben und vielleicht sogar sowas wie das Glück auf Erden in der Arbeit. Mhm. Ein Briefträger wird, glaube ich, nie sagen, ich suche das Glück auf Erden. Der ist vielleicht auch deshalb von seiner Firma weniger gut zu ködern, weil wenn wir das Glück suchen, dann kann uns eine Firma ja vorspiegeln und sagen, ey, bei uns, wir sind die, naja, wir retten die Welt und du bist ein Teil davon. Tja, Arbeit ist Freude. Darüber könnte man jetzt sicherlich streiten und der eine würde es so sehen, der andere anders. Aber Tatsache ist, bei dem, was die Männer da sagten, kommt doch raus, dass es sehr existenziell für sie ist. Auf jeden Fall. Warum ist das so? Weil, ganz einfach, weil wir in einer Arbeitsgesellschaft leben und weil wir ohne Arbeit das nicht kriegen, was wir dringend brauchen, existenziell brauchen, das ist die Anerkennung der anderen. Wir gehören dann einfach nicht dazu. Wir haben auch keine Möglichkeit, uns zu bewähren. Ja, wir haben keine Möglichkeit, an Erfolgserlebnisse zu kommen. Das ist essentiell wichtig für uns. Und wir wissen alle, dass Arbeitslose diejenigen sind, die das höchste Risiko haben, depressiv zu werden und dass ihre Gesundheit darunter leidet. Das kommt nicht von ungefähr. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, dass Menschen dafür bis zum Äußersten gehen, weil sie haben vor Augen, was es bedeutet, arbeitslos zu sein. Wir sollten uns, glaube ich, Gedanken machen, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, in der es Arbeitslosigkeit in dem Sinn, dieses Entweder-Oder, ja, das sind die einen, die sich vor Arbeit nicht retten können und das sind die anderen, denen wird sozusagen hinterhergespuckt, weil sie keine Arbeit haben. Das muss aufhören. Das sind Leute, die arbeiten wollen. Ja, warum sollen die nicht arbeiten? Lange hat man unter dem Begriff Arbeit ja verstanden, irgendwie lange im Büro zu sitzen oder auch lange in einem Betrieb, in einer Fabrik zu arbeiten. Dass Arbeit heute ganz anders, heutzutage ganz anders aussehen kann, das zeigt diese Frau. Arbeit an einem festen Ort zu einer bestimmten Zeit. Für sie ein Relikt aus der Industriesteinzeit. Hi, ich bin Conny, ich bin digitale Nomadin und ich zeige euch jetzt, wie ich arbeite. Für mich bedeutet Arbeit, das zu tun, was meine Leidenschaft ist und damit Geld zu verdienen und das von überall machen zu können.
Ich arbeite ortsunabhängig, im Grunde genommen überall, wo es Internet gibt. Israel, Myanmar, Galapagos. Das Büro von Conny Biersalski ist die Welt. Ihr Geld verdient sie mit 2 Online-Unternehmen und Werbung auf ihrem Reiseblog. Ihren festen Job bei einer PR-Agentur tauschte sie für Arbeit unter Palmen ein. Auch wenn es aussieht wie Urlaub, Conny arbeitet effektiv. Allein im Hostel oder zusammen mit anderen digitalen Nomaden. Für mich als Lifestyle-Designer mit einem Lifestyle-Business, für mich ist es wirklich die Ganzheit. Das heißt, mein Leben, meine Arbeit, meine Reisen, das ist alles ein großes Ding. Ich brauche da keine Balance herstellen so richtig, denn dadurch, dass ich Arbeit nicht von meinem Leben trenne und von meinen Reisen, ist alles für mich ein wunderschönes Ganzes. Studien zeigen, dass mehr Flexibilität zufriedener und engagierter macht. Viele Unternehmen reagieren mit flexibleren Arbeitszeitmodellen. Doch der Arbeitsmarkt bekommt mehr und mehr auch die andere Seite der Kreativwirtschaft zu spüren. Es gibt auch hier immer weniger Verbindlichkeiten. Stattdessen Preiskampf. Viele Freelancer sind heute schon hochqualifizierte Tagelöhner. Die Grenze zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung verschwimmt. Und der Wettbewerb wird härter. Für alle. Wir sollten es neu definieren, als dass es nicht mehr etwas ist, womit wir nur unseren Lebensunterhalt verdienen, sondern wirklich etwas ist, was uns von innen heraus glücklich macht und uns wirklich erfüllt. Und ich hoffe, dass die neuen Möglichkeiten zu arbeiten heutzutage immer mehr Menschen die Möglichkeit gibt, das auch umzusetzen. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Die Kreativen verschieben die Grenzen mit. Ja, Herr Renz, Sie sind zwar kein Lifestyle-Designer, aber so ähnlich müssen Sie doch auch arbeiten als Autor, oder? Also ortsunabhängig, nur mit einem Laptop. Ja, ich arbeite am Laptop. Ich arbeite auch durchaus mal im Flugzeug oder wenn ich im Urlaub oder auf Reisen bin, klar. Die hat da einen super Job, die hat ein super Leben sich da aufgebaut. Das funktioniert für sie. Wir haben ja gesehen, es ist eine junge Frau. Ich habe meine Zweifel, ob es für das ganze Leben funktioniert. Bei manchen kommt ja dann auch irgendwann mal das Bedürfnis vielleicht nach Liebe und Liebe im Sinn von Familie, vielleicht auch Kinder zu haben. Ja, da ist das Modell dann natürlich schon an seinen Grenzen. Ja. Ja, also in einem bestimmten Alter ist sicherlich diese Unberechenbarkeit des Lebens, dass um jede Ecke irgendwas Neues kommt, toll, ganz toll. Klar. Aber manchmal dann, wenn man älter wird, sehnt man sich vielleicht auch nach einem Stück Beständigkeit und Regelmäßigkeit, oder? Da sind die Menschen sehr unterschiedlich, aber klar ist, dass je älter sie werden, umso eher kommt der Hang dazu, dass sie nach Beständigkeit streben. Klar. Wie sehen Sie denn bei gerade so einer digitalen Nomadin, dass Arbeit und Freizeit und Leben so ineinander verschwimmt und man es gar nicht richtig gut trennen kann? Wenn ich selber die Kontrolle darüber habe, wenn das nicht von mir verlangt wird, im Sinn von, dass ich da der Sklave von irgendjemand bin, ist da nichts auszusetzen. Die Frau muss wissen, wie sie damit umgeht. Offensichtlich hat sie damit kein Problem. Viele haben damit Probleme, weil wir wissen, dass genau diese Leute, die rund um die Uhr arbeiten, denken, arbeiten zu müssen, ja, dass diejenigen die sind, die dann in Burnout-Praxen auftauchen. Da ist schon diese ständige Verfügbarkeit, damit muss man umgehen können. Das ist so ein bisschen wie mit einer Droge umzugehen und da kann einiges schief gehen. Ja, weil das gibt einen Kick, klar. Das ist schon geil an sich, ja. Ja, zum Thema Drogen, also nicht ganz das Thema, aber so ähnlich. Die großen Firmen, die lassen sich auf jeden Fall einiges einfallen, um ihre Mitarbeiter quasi süchtig zu machen oder zumindest mal dazu zu bringen, dass sie wirklich gerne arbeiten gehen. Nein, das hier ist kein Vergnügungspark, sondern der Arbeitsplatz von 350 Mitarbeitern, die Deutschlandzentrale des Internetriesen Google. Räume in U-Bahn-Optik, Büros mit Sprossenwand und ein Pool darf auch nicht fehlen. Produktivität durch Entspannung. Auch bei dem Konsumgüterkonzern Unilever wird dieses Mantra kultiviert. Hier kann man während der Arbeitszeit auf einem Massagestuhl Platz nehmen oder Pilateskurse besuchen. So sieht sie aus, die schöne neue Arbeitswelt. Cool, schick, loungig. Denn wer sich wohlfühlt, der arbeitet mehr. Und die Chefs feuern die Belegschaft zu Höchstleistungen an. Bitte allen,
für jedes Team hier ein sehr erfolgreiches Jahr. Und wir gemeinsam, wir sind Unilever. Go for it. Und so klingen die Parolen der neuen Arbeitswelt. Wenn dann die Ressource Mensch weniger wert, dann muss man sich auch um die kümmern, die man dann gerne haben wollte, also die richtigen Menschen. Wir werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn wir nicht internationalisieren, vernünftig. Ich habe persönlich eine Vision. Insofern, nach vorne. Diesen kulturellen Wandel wirklich nachhaltig in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters bei uns entsprechend zu verpflanzen. Was wir sehen, ist eine keine Zukunftsvision, sondern Realität. Eine Software, die Stärken und Schwächen der Angestellten erfasst. So hat der Chef alle im Blick, ob High Potentials oder Low Performer. Der gläserne Mitarbeiter, es gibt ihn schon. Der Mensch als Ressource, ist das alles? Wir wollen Menschen verändern. Wir wollen einen kulturellen Wandel anstoßen. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Change Management bei der Deutschen Post. Was am Konferenztisch erdacht wird, sieht in der Praxis ganz anders aus. Wie ging es gestern? Mir besser. Besser? Warum ging es dir besser? Weil ich nicht hier war. Schön für dich, schlecht für uns. Nur scheinbar geht es in den neuen Büros ums Wohlfühlen. Schaut man genauer hin, zeigt sich ein anderes Bild. Wer sich nicht dem ständigen Zwang der Selbstoptimierung verschreibt, ist draußen. Schöne neue Arbeitswelt. Tja, also dieser Satz, die Kultur in die DNA jedes Arbeitnehmers zu verpflanzen, das klingt schon ein bisschen merkwürdig. Wie klingt das für Sie? Es klingt so ein bisschen nach Menschenzüchten, oder? Ja. Aber genau das ist es, was gemacht wird. Und da hat sich das Management, die Managementkultur, ja, hat sich da auch tatsächlich verändert. Heute geht es wirklich darum, die sogenannten Potenziale, die jeder hat, zu heben. Da sollen wirklich die Reserven angesprochen werden. Da geht es darum, dass der Mensch eben sich voll als Mensch einbringt. Und dafür gibt es eben Techniken, und diese Techniken sind ganz klar, dass die Gefühle anzusprechen sind. Emotionales Management wird es genannt. Also packt den Mitarbeitern bei seinen Gefühlen, sag, du gehörst zu einer Gruppe. Ja, das heißt, wir sind Unilever. Mhm. Ja, wir sind Unilever, oh toll. Ja. Und wir haben eine Vision und so, wir haben eine Philosophie. Das und klingt ein bisschen wie eine Predigt, oder? Ja klar, natürlich. Ja, oder Mission Statement, was jetzt die ganzen Firmen haben. Ja, Mission, das ist eine Sendung, ja, das ist was ganz Katholisches. Mhm. Ja. Aber so soll den Mitarbeitern dann gesagt werden, ihr seid Teil von was ganz, ganz Besonderem, und zwar von einer Firma, die geradezu auserwählt ist. Und viele Firmen, 80% der amerikanischen Firmen, sagen von sich ganz, ganz blank, wir sind auf der Welt, um die Welt besser zu machen. Fertig, aus, das ist unser Mission Statement. Mhm. Texaco, die Welt besser machen und so. Hauptsache die Mitarbeiter glauben. Sie sprechen in Ihrem Buch von Love Bombing. Das ist das, was, ja, Sie gerade beschrieben haben? Ja, Love Bombing ist, das ist ein Teil von diesem, die Emotionen, die Menschen an den Emotionen zu krallen, ja, ihnen zu sagen, you are the greatest, we are the greatest company, you are the greatest people and we all love you. Das ist nur ein Trick, um sich gut fühlen zu lassen, kommt aus der positiven Psychologie, und letztlich sie dazu zu bringen, möglichst viel Energie dahin fließen zu lassen, wo es für die Company dann auf Rendite rausläuft. Aber ich sage jetzt mal, wenn es funktioniert und die Leute wirklich gerne arbeiten, ja, ist es ja schön. Ja. Das Problem ist, glaube ich, entsteht arbeiten, dann, wenn es eben nicht funktioniert. Die Frage ist aber, was ist das Ziel? Dass sich die Arbeiter wohlfühlen oder die Angestellten, oder dass die Firma besser performt? Und meistens ist es ja eher, dass sie eher im Auge haben, dass die Firma besser performt. Oder? Ganz klar. Trotzdem muss man sehen, dass diese Mitarbeiter, die sich identifizieren, dass die auch mehr Spaß an ihrer Arbeit haben. Die haben mehr Spaß. Deshalb arbeiten sie auch besser. Also Win-Win. Ist es Win-Win? Wenn ich mich zurücklehne und das von größerer Distanz angucke, dann würde ich sagen, vielleicht ist es aber auch ein bisschen erbärmlich. Weil was heißt es, ein Mitarbeiter soll sein Leben auf das Ziel von einer Firma und deren Aktionär letztlich ausrichten, und er merkt es vielleicht gar nicht. Er merkt es vielleicht irgendwann mal, wenn sein Leben halb rum ist, dass er sich sagt, ey, wer bin ich eigentlich? War es das wert?
was ist mit meinen Kindern geworden, warum habe ich vielleicht auch keine Familie? Ich meine, es gibt ja vielleicht auch einen Zusammenhang, dass es immer weniger Kinder gibt und immer mehr Energien von den Firmen eingezogen werden, um Gewinne zu machen. Ja? Vielleicht wacht der eine oder andere irgendwann auf und sagt, es war zwar eine geile Zeit, aber es war es nicht wert und eigentlich wollte ich mit meinem Leben, und so ist es mir gegangen, was ganz anderes machen. Es ist zwar schön, wenn man sich bei der Arbeit wohlfühlt, aber ganz oft ist es so, dass man auf der Arbeit auch ganz schön, oder bei der Arbeit ganz schön viel Druck aushalten muss. Nämlich so viel Druck, dass das unter Umständen sogar gesundheitliche Folgen haben kann. Ein Stück zu Hause in der Klinik. Das Kuscheltier, ein Geschenk einer Freundin. Nicht mal ihren Vornamen möchte diese depressive Patientin nennen. Zu groß ist ihre Angst, erkannt zu werden. Um die 40 ist sie. Seit über einem Jahr arbeitet sie nicht mehr. Ihr fehlt einfach die Kraft. Der Job habe sie krank gemacht. Davon ist sie überzeugt. Sachliche Kritik war nicht. Und dass irgendwie mal was wertgeschätzt worden wäre, das gab's eigentlich nicht. Und wenn, dann nur so lapidar irgendwas. Man wusste eigentlich nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Ich habe ja etliche Jahre in der Firma gearbeitet. Und nach 4 Jahren habe ich angefangen, Schlafstörungen zu bekommen. Und die wurden dann immer heftiger. Die Bürokauffrau wird stationär behandelt. In der Klinik für Psychiatrie der Unimedizin Mainz. Für den behandelnden Arzt ist ihr Fall ein durchaus typisches Beispiel. Bei unserer Patientin lag ein hoher Grad an Idealismus auf jeden Fall vor, eine sehr hohe Arbeitsmotivation, die auch zu einer ständigen Erreichbarkeit geführt hat letztendlich. Dauernde dienstliche Anrufe auch nach Feierabend, Überstunden, Konkurrenzdruck. Über- oder Unterforderung, all das könne psychisch krank machen. Die Fehltage wegen seelischer Erkrankungen haben sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Viele trauen sich inzwischen, den wahren Grund ihres Fehlens zu nennen. Doch Depressionen sind immer noch ein Tabu, sonst hätte die Patientin in diesem Film nicht so große Sorge, erkannt zu werden. Sie will übrigens möglichst bald wieder arbeiten, doch bloß nicht in ihrem alten Job. Tja, Depressionen, Burnout, viele Angestellten, viele Arbeiter sind davon betroffen. Wer wird denn eigentlich öfter krank? Der Chef, der Vorstandsvorsitzende oder der Angestellte? Der Untergebene wird öfter krank. Im Volksdenken ist Burnout immer so eine Managerkrankheit. Ja. Natürlich gibt es auch Manager, die betroffen sind. Aber in viel höherem Maß sind es diejenigen, die in ihrem Job nicht selbst entscheiden können. Das heißt, die weniger Freiheit und weniger Autonomie haben, weil das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und diejenigen, die wenig Erfolgserlebnisse haben, und das sind auch diejenigen, die eben, ja, die machen das, was ihnen vorgesetzt wird. Die machen vielleicht am nächsten Tag wieder das Gleiche und so kommt Monotonie. Und diejenigen, die keine Anerkennung kriegen. Und das ist wahrscheinlich das, was dann, das ist der absolute Hammer. Wenn Leute sich anstrengen, wenn sie sich krumm legen und gerade wenn sie hochmotiviert sind und dann dafür keine Anerkennung kriegen. Also das muss nicht nur vom Chef sein, das kann auch sein von der Gruppe, also von den anderen, von den Kollegen. Das haut die Leute um, dann werden sie depressiv. Überforderung ist uns ja bekannt, dass das in solchen Krankheiten münden kann. Was ist eigentlich mit Unterforderung? Genau, kann das auch krank machen? Genauso. Unterforderung stresst maximal, weil bei Unterforderung haben wir keine Kompetenzerlebnisse, ja, keine Erfolgserlebnisse. Da können wir uns auch nicht als autonom wahrnehmen. Das sind wir Nullen. Ja. Und das stresst. Das war jetzt ein Einzelschicksal, was wir gesehen haben. Aber wir haben Ihnen 2 Grafiken mitgebracht, die noch mal beweisen, dass das eben nicht unbedingt nur ein einzelnes Phänomen ist. Zum Beispiel hier eine Grafik, die Sie sich mal anschauen können. 17% haben innerlich gekündigt. Nur 16 sind hochmotiviert. 67 machen Dienst nach Vorschrift. Das heißt, ja, knapp jeder Vierte ist innerlich im Kopf schon ausgestiegen. Ne? Möchte gar nicht mehr. Und wir haben noch eine 2. Grafik. Da können wir sehen, dass sich der Konsum an Antidepressiva verdoppelt hat
In 13 Jahren, von 2000 bis 2013. Gut, das heißt nicht unbedingt, dass das durch die Veränderung der Arbeitswelt gekommen ist. Im Zuge dieser Burnout-Diskussion, die hat ja auch was Positives gehabt, nämlich dass Burnout, Depression, dass es eben auch enttabuisiert wurde und dass Ärzte auch eher bereit sind, dann diese Krankheiten als Depression zu behandeln und entsprechend auch die Medikamente zu verschreiben. Aber sagen wir mal, egal wodurch es kommt, die Arbeitsbedingungen sind genau in diesen 13 Jahren ja auch für viele, viele Menschen deutlich schlechter geworden. Also der Druck ist definitiv und messbar größer geworden. Das hängt auch mit der Globalisierung zusammen. Die Firmen sind unter Konkurrenzdruck, deshalb mehr Outsourcing und so. Das könnte durchaus ein Grund sein, warum die Menschen mehr Antidepressiva nehmen. Vielleicht spüren Sie den Druck ja auch. Sie können auf unserer Seite planetwissen.de einen Stresstest machen, den wir dann in Zusammenarbeit mit Dr. Manfred Oettingen hier online gestellt haben. Sie müssen einfach ein paar Aussagen bewerten von 1 bis 7. Von 1 bedeutet, trifft nicht zu, 7 bedeutet, dann trifft voll zu. Machen Sie das mal und am Ende finden Sie so eine Auswertung, je nachdem, auf wie viele Punkte Sie gekommen sind. Ansonsten haben wir noch weitere Informationen zu Burnout, zu Stress und zu Depressionen auch. Arbeit kann uns auf jeden Fall krank machen, aber keine Arbeit zu haben ist natürlich auch keine schöne Erfahrung. Und man erlebt mitunter Situationen, also ich habe sowas noch nie gesehen, wie diese hier. Das hier sieht doch irgendwie aus wie ein stinknormaler Supermarkt. Regale mit Lebensmitteln, Kasse und Einkaufswagen, alles wie im wirklichen Leben. Das Real-Life-Shopping in Hamburg ist die einzige Einrichtung in Deutschland, in der Hartz-IV-Empfänger Supermarkt spielen dürfen. Anwesenheitspflicht, Stempelkarte, 8 Stunden Tag, das ist alles echt. Genau wie der Rüffel vom Chef. Haben Sie hier die Hohlkörperkontrolle gemacht? Nein, vergessen. Immer aufmachen, gucken, ob irgendwas anderes drin ist, ne? Hohl sind übrigens auch die Joghurts, der Schinken, schon gegessen. Der Käse ist aufblasbar und die Weinflaschen sind mit Wasser gefüllt. Im Lager nebenan wird Nachschub bestellt. Ein simulierter Warenkreislauf, extra für 100 Arbeitslose. Klingt absurd? Ist es ab. Viele Teilnehmer kommen nicht freiwillig. Wer sich sträubt, wird abgemahnt. Aber das alles dient einem höheren Zweck. Erstmal geht es darum, in dem Zeitraum 6 bis 9 Monate, das ist so der Zeitraum, wo die Teilnehmer hier bei uns verweilen, sie wieder für Arbeit zu begeistern und zu sagen, Arbeit ist nicht nur Broterwerb, Arbeit hat auch viele andere Qualitäten. Wirklich begeistert wirken die Teilnehmer nicht gerade. Hoffnungen, dass die Weiterbildung ihnen etwas bringt, machen sie sich aber schon. Im Grunde genommen läuft das hier schon fast wie im richtigen Arbeitsleben. Und es ist besser, aus einer Schulung herauszukommen, ins Arbeitsleben rein, als eben, sagen wir, von zu Hause auf der Couch. Ne? Also von daher schätze ich schon mal, dass meine Chancen wesentlich besser sind. Fast wie im richtigen Leben also. Das Projekt kostet übrigens Geld, und zwar echtes. Die Kosten sollen im einstelligen Millionenbereich liegen. Herr Renz, auf mich wirkt das sehr skurril. Ja, was skurril sagen Sie dazu? Das Mindeste. Ja, also was mir vor allem aufgefallen ist, wie gemächlich die da durch die Gänge schlendern. Ich weiß nicht, dahinter muss auch ein großes Maß an so Selbstverleugnung irgendwie sein, dass man dieses Spiel mitspielt. Ich finde es in manchem sogar fast ein bisschen entwürdigend. Mhm. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das freiwillig ist. Also, Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein super Projekt, das unheimliche viele Menschen hilft. Ich find's entwürdigend irgendwie. Tja, da gebe ich die Frage gleich mal zu unserem zweiten Gast, den wir heute noch bei Planet Wissen haben. Van Bole-Menzel, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Wir werden Sie gleich übrigens noch eingehender vorstellen. Vorweg erstmal sei so viel gesagt, Sie sind Architekt und Sie waren übrigens auch mal arbeitslos. Hätten Sie sich in so eine Maßnahme da, hätten Sie daran teilgenommen? Ich glaube nicht. Also arbeitslos ist auch irgendwie ein interessanter Begriff, weil es klingt so, als ob man nichts macht, während man arbeitslos ist. Man kann auch sagen arbeitssuchend.
es gibt so viel Arbeit. Es gibt halt nicht genug Geld, um diese Arbeit zu bezahlen. Ich war eigentlich nie arbeitslos. Ich war aber immer Sozialhilfeempfänger, das war ich. Und hatte halt einfach so nicht genug Geld gehabt, um mich über Wasser zu halten. Also das kenne ich. Also ich meine, viele aus meiner Familie sind auch auf Hartz IV. Klingt wie eine Droge, ne? Auf Hartz IV sein. Ich habe viel mit Leuten zu tun, die wenig Geld haben. Und von daher bin ich sehr sensibilisiert für so eine Dinge. Und ich mag das gar nicht, wenn man diese Menschen instrumentalisiert und ausnutzt für irgendwelche Zwecke. Sie haben sich dann aber zu helfen gewusst, Sie haben Möbel, Hartz-IV-Möbel gemacht. Ich habe mal in einem Wochenendkurs, das hat gar nicht so viel mit Arbeitslosigkeit zu tun, sondern eher mit Liebe. Ja. Ich habe mich verliebt in ein Mädchen mit blonden Haaren, ist sehr hübsch. Ja, ich wollte ihr imponieren und sollte ihr Küchenregal anbringen. Da ich ja Architekt bin, dachte ich, ich muss das können. Ich kann das aber gar nicht. Ich bin handwerklich total unbegabt. Und habe halt das Regal angebracht, total schief. Und das war mir so unangenehm, dass ich erstmal heimlich einen Kurs gebucht habe an der Volkshochschule, Tischlern für Anfänger. Und da kam dann Möbel raus. Das ist alles Zufall. Und diese Möbel habe ich dann Hartz-IV-Möbel genannt, weil mich das so extrem aufgebaut hat, dass ich mit meinen beiden linken Händen einen Stuhl bauen kann. Dass ich dieses Gefühl weitergeben wollte an Leute, die vielleicht auch so einen Kick brauchen, so einen Ego-Boost, einen Ego-Aufwärter. Und ich dachte mir, vielleicht wahrscheinlich die Leute, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer Hartz IV googeln, die brauchen so einen Ego-Kick und habe das dann Hartz IV-Möbel genannt. Wir werden gleich noch weitersprechen. Jetzt haben wir ja schon ein paar verschiedene Perspektiven auf die Arbeit kennengelernt und wollen noch mal auf die gucken, die noch gar nicht arbeiten können und auch noch gar nicht arbeiten dürfen, die aber trotz ihres jungen Alters schon richtig Stress haben. One, two, three, who do I see? I see Solveig, one, two, three. Dustin und seine Mitschüler. Alle sind sie 1 bis 2 Jahre alt. Sie bereiten sich schon mal auf den Arbeitsmarkt vor. Die Kinder können noch nicht richtig sprechen. Dafür singen ihre Eltern auf Englisch kräftig mit. In der Hoffnung, so den Weg in eine erfolgreiche Zukunft der Kleinen zu ebnen. Ja, eine Voraussetzung für das spätere Leben. Englisch schon mal früher anfangen, damit er in der Schule besser versteht oder besser klarkommt damit. Denn ein Grundstein legen, weil Englisch wird überall gebraucht. Computerbereich, sonst irgendwie was. Die optimale Frühförderung kostet Geld. In der Schule geht es weiter. Die Eltern investieren in bessere Noten. Für manche ist sogar gut nicht gut genug. Aus der 2 soll eine 1 werden. Die Starken steigen auf, die Schwachen bleiben auf der Strecke. Das wissen schon die Grundschüler. Aufs Gymnasium würde ich das ja auch schaffen. Warum? Ja, weil man da eigentlich die besten und besten Chancen hat, irgendeinen guten Job zu kriegen. Für die bestmögliche Ausbildung arbeiten die Kleinen oft nach der Schule weiter. Deswegen haben sie strikt durchorganisierte Wochenpläne. Ein Termin jagt den anderen. Und das mit 9 Jahren. Manchmal ist es schon so, dass ich mir wünsche, okay, am liebsten würde ich jetzt mal das und das ausfallen lassen, weil manchmal ist es auch einfach viel. Wenn ich mir wünsche, okay, ich würde jetzt gern mal wieder mit einem Freund spielen und dann habe ich wieder das und das. Das, was nach Spiel aussieht, ist für Kinder kein Spaß mehr, wenn dahinter Ehrgeiz, Ängste und Leistungsdenken der Eltern stecken. Tja, wir wollen jetzt nicht den Klavierunterricht verurteilen oder die Teilnahme an irgendwelchen, weiß ich nicht, in Sportvereinen, am Fußballtraining oder so. Aber wenn es in solchem Stress ausartet, Herr Renz, ist doch verkehrte Liebe, oder? Ja, klar, die Eltern meinen, dass sie rational handeln, weil die Kinder in ihrem Arbeitsleben eben tatsächlich mit Englisch zu tun haben. De facto machen viele aber ihren Kindern eigentlich das kaputt, was die wertvollste Ressource für den Rest ihres Lebens ist, nämlich eine Kindheit, in der sie Kind sein durften und in der sie die Kompetenzen sich aneignen durften, die sich nur Kinder untereinander, und zwar ohne Erwachsene, und zwar im unstrukturierten, im wilden Spiel, aneignen können. Also ich bin der Meinung, die bereiten die eigentlich perfekt vor für den Kapitalismus letztendlich, ne? Dass sie Leistung bringen und nicht meckern, sich wegducken und nichts hinterfragen und einfach Leistung und arbeiten. Und wenn es einem schlecht geht, dann muss man halt ein bisschen Ritalin schlucken.
Also eigentlich ist es die beste Vorbereitung für diese Art Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind. Sie haben ja auch eine Tochter, ne? Wo ist denn bei Ihnen eine Grenze dann in der Freizeitbelastung Ihres Nachwuchses? Also unsere sind schon größer, ja. Aber, und die sind auch sehr unterschiedlich, aber bei einer, da geht es mir manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ey, ich muss die bremsen, die will alles machen. Ich wäre der Letzte, der mit irgendeinem Kind Englisch macht oder so. Ich bin da eher der Bremse. Ich sage, Manu, willst du nicht vielleicht einmal jetzt dich jetzt gar nichts tun? Du musst doch nicht gleich das Nächste. Und musst du nicht noch in den Kurs, jetzt auch noch Ballett und jetzt auch noch mal in einem Chor und noch mal ein Instrument. Aber so lange Spaß macht, könnte man jetzt sagen? Ja, ich habe ja eh keinen. Also Sie haben keinen Ehrgeiz. Nein, aber ich habe keinen Einfluss in dem Sinn. Ich will's, natürlich, ich würde es auch nicht verbieten, wenn es ihr Herzenswunsch ist. Mhm. Dann ist es halt so. Aber das ist, ich sehe es schon auch ein bisschen gefährlich an. Sie will bei Unilever DNAs verpflanzen. Bestimmt später mal das genau das Gegenteil, was die Eltern machen. Ganz bestimmt. Ja, das ist oft so. Sie haben ein ganz kleines Kind. Wie gehen Sie denn da an die Sache ran? Es ist total interessant, weil als ich meinen kleinen Sohn kennengelernt habe, also wir haben uns ja gegenseitig kennengelernt, dadurch, dass er geboren wurde, bin ich natürlich total sensibilisiert für das Thema, ne? Also wie bringt man eigentlich einem Kind so bei, wie man zu leben hat? Und dann habe ich gelernt, dass ich dem Kleinen eigentlich überhaupt nichts beibringen kann. Also im Gegenteil, er bringt mir eigentlich total viel bei. Ne? Also der guckt sich so ganz viele Sachen an und bleibt dann so stundenlang vor so einem Bagger stehen und so. Und ich bin der Meinung, dass es... Also es bringt vielleicht jetzt nichts für den Arbeitsmarkt, dass ich mir zwei Stunden lang einen Bagger anschaue oder gucke, wie die Gesellschaft so funktioniert. Aber das ist total wichtig, dass wir einfach mal nicht so gucken, sondern so ein bisschen so gucken. Das reicht ja schon, wenn wir so ein bisschen so und auch ein bisschen so gucken. Vorgestern habe ich mir angeschaut, in 3 Stunden, wie so ein Gerüst hochgezogen wird von so einer Baustelle. Das war total interessant. Ich habe richtig viel gelernt. Alles durch meinen Sohn. Ja. Deswegen nenne ich ihn Professor Henry. Und dass Sie wiederum diesen offenen Blick haben, das beweist auch die Tatsache, dass Sie sehr ungewöhnliche Dinge machen. Also Sie schaffen sich mehr oder weniger ganz neue Arbeitsfelder. Ja, konstruieren statt konsumieren, unter dem Motto, blockt unser Gast im Netz. Nächstes Jahr planen Sie allerdings was völlig anderes, ne? Ein Experiment. Ja, ich habe ein ganz verrücktes Experiment vor. Ich würde gerne ein Jahr lang arbeiten, ohne dafür Geld zu verlangen. Ich nenne es bedingungsloses Grundarbeiten. Und dahinter steckt die Idee, dass man Arbeit von Geld trennen sollte als Experiment. Ich bin eh der Meinung, dass man Arbeit nicht wirklich gerecht vergüten kann, weil die Frage ist immer, wie viel verdienen Sie oder Sie oder Sie. Ne? Jeder verdient ja irgendwie immer was anderes und das löst immer so ganz viel Neid und Ungerechtigkeiten aus. Und ich gehe jetzt mal den Weg, dass ich sage, okay, ich werde jetzt ganz bewusst ein Jahr lang mein Preisschild abnehmen. Ich habe ja auch einen Stundensatz und einen Tagessatz in der Architekturfirma, wo ich bin. Und den lege ich ab und werde ein Jahr lang ehrenamtlich praktisch arbeiten für Firmen, für Freunde, für die Nachbarschaft und so weiter. Wovon leben Sie in der Zeit? Gut, dass Sie gefragt haben. Wir sind schließlich investigative Journalisten. Ja, das ist dann das Projekt, ne? Dass ich jetzt Geld sammle. Das ist wie so eine Kollekte. Ich gehe praktisch digital, mit einem digitalen Korb durch die Netzgemeinde und frage halt einfach Leute, die Lust haben, mein Leben möglich zu machen. Ich brauche ungefähr 1.500 Euro für die Fixkosten, die ich habe mit meiner kleinen Familie. Pro Monat? Pro Monat. Und das sind 18.000 Euro für das ganze Jahr. Das heißt, ich sammle jetzt in diesem Jahr 18.000 Euro zusammen, dann lebe ich im nächsten Jahr komplett von Ersparnissen. Mhm. Und warum machen die Leute das? Ja, genau. Welche Art von Leute sind das, die sagen, das will ich unterstützen, das finde ich eine gute Idee? Es ist total verrückt. Ich habe die ersten Unterstützer, ich nenne sie Stifter, weil ich das ganze Projekt Stipendium nenne. Demokratisches Stipendium oder auf Englisch Democratic Scholarship. Und die ersten Stifter, hätte ich schwören können, sind Freunde oder sind Familienangehörige, Leute, die ich kenne. Aber das waren wildfremde Menschen aus dem Bodensee und weiß ich von woher. Und dann habe ich die natürlich ganz neugierig angeschrieben, wollte wissen, warum, also erstens, woher kennen sie mich und warum
warum schenken Sie mir einfach mal so 375 Euro? So viel kostet eine Woche meines Lebens mit meiner Familie. Und die Leute haben gesagt, naja, weil es wichtig ist, dass Experimente gemacht werden, weil es ja so nicht weitergehen kann. Also so, wie es ja jetzt ist. Wir haben ja die Beiträge gesehen. Die Leute kündigen innerlich. Viele haben Burnout, müssen Drogen schlucken, damit sie überhaupt noch irgendwie einen Sinn im Leben haben, um ins Büro gehen zu können. So kann es ja nicht weitergehen. Das heißt, wir brauchen irgendwie neue Antworten. Und ich gehöre zu den Menschen, die halt sich auf die Suche machen und eine Antwort ausprobieren. Und meine Antwort lautet halt bedingungsloses Grundarbeiten. Ich bin gespannt, wie da Ihre Erfahrungen sind. Vielleicht haben Sie ja Lust, in einem Jahr bei uns davon zu erzählen. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann haben wir Ihnen mehr zu dem Experiment auf jeden Fall online zusammengefasst. planet-wissen.de. Ja, Herr Le Menzel ist auf jeden Fall nicht der Einzige, dem es so geht und die nach was Neuem suchen, neuen Sinn in der Arbeit und im Leben. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die hat das auch getan. Hier liegt es, das Dorf, das anders ist als all die anderen. Tempelhof an der fränkisch-schwäbischen Grenze, nicht weit von Dinkelsbühl entfernt. Seit Jahren versuchen hier Menschen, anders miteinander zu leben. Ausgerechnet hier im Brachland der Hohenlohe soll eine neue soziale Zukunft beginnen. 80 Erwachsene und über 30 Kinder sind hierher gezogen, um in Gemeinschaft zu leben. Basisdemokratisch, umweltfreundlich, sozial gerecht. Ein großes Ziel von Tempelhof, die komplette Selbstversorgung. 25 Hektar Ackerland besitzt das Dorf, sowie drei Gewächshäuser. Hier können die Bewohner jede Menge Salat und Gemüse anbauen. Zur Selbstversorgungskette von Tempelhof gehören noch eine Bäckerei, eine Imkerei und eine Ziegenkäserei. Handwerker, Künstler, Manager, Rentner, sie alle wollen soziale Gerechtigkeit leben. Wichtig dabei ist, dass ich damit umgehen lerne, dass ich sinnorientiert arbeite, dass es also nicht mehr wichtig ist, dass mein Job oder was ich hier tue gut verkaufbar ist nach außen, sondern dass ich das, was ich tue, für das Gesamtdorf tue und sinnvoll grundsätzlich jede Arbeit ist, die wir hier brauchen. Das ist also auch eine Erfahrung, die für viele neu ist. Das hat fast was mit dem alten Wort dienen zu tun. Ich diene im Gemeinschaftsdienst zum Beispiel, dienen wir alle 5 Stunden in der Woche für das Gemeinwohl hier. Auch das ist eine Vision. Mobiles Wohnen, etwa in einer Art Luxusbauwagen. Denn es muss nicht das teure Eigenheim sein, das einen durch Hypotheken jahrzehntelang an die Bank bindet. Außerdem könnten gerade Singles mit relativ wenig Platz auskommen. Tempelhof könnte bald schon aus allen Nähten platzen. Die Gemeinschaft überlegt bereits, ob sie in der Umgebung neue Dörfer gründen soll. Ja, Herr Renz, hat das ein Potenzial für die Zukunft, dieses Projekt? Oder ist das einfach eine Art Romantik, die man versucht, jetzt so ein bisschen in seinem Leben wachzurufen? Ich hoffe, dass es Potenzial für die Zukunft hat, aber da denke ich vor allem erstmal an die Leute, die es machen und die es in Zukunft vielleicht auch machen. Ob das in Mainstream kommen wird, da hätte ich jetzt meine Zweifel. Ich hoffe, dass es möglichst viele machen. Ich finde es super. Ich finde es aus verschiedenen Gründen super, aber einer davon ist, dass die konsequent das tun, was man tun muss, wenn man der Tyrannei der Arbeit entkommen will, nämlich die Fixkosten senken. Ja? Du kannst nicht, 3.000 Euro im Monat fix verplant haben an Hypotheken, Gas und so weiter. Da hast du keine Freiheitsgrade mehr und die haben den Dreh gefunden. Mhm. Jetzt haben wir Ihr kleines Auto ja gesehen, dieses kleine Heim, was Sie designt haben. Wäre so ein Leben im Bauwagen was Sie sich vorstellen können? Also wenn ich ein Single wäre und wenn es Professor Henry nicht gäbe und meine Frau, dann hätte ich das schon längst ausprobiert. Mhm. Aber ich muss sie noch so ein bisschen dafür begeistern, für dieses Leben im Minimalismus. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde vor allem interessant diesen Begriff der Arbeit, den Sie nutzen, dienen, sagen die ja. Und ich finde, dienen, das trifft es noch eher als also das, was uns glücklich machen könnte, als der Begriff Arbeit, wenn man sich das englische Wort obey anhört. Ne? Das klingt ja so ähnlich wie Arbeit, obey. Manche behaupten noch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Obey heißt ja gehören, ne? Oder jemandem gehören, untertan sein. Und ich glaube, das ist das, was einen so
ganz schön kaputt machen kann, wenn man das Gefühl hat, ich gehöre gar nicht mir selbst. Meine Arbeitszeit, das ist ja auch Lebenszeit, gehört nicht mir selbst, sondern jemand anderem. Mhm. Und wenn dieser andere mit dieser Zeit etwas Sinnvolles macht, dann ist es ja auch okay. Ne? Zum Beispiel Familienarbeit, ne? Dann wird die Familie halt, oder hier so, ne? Selbstversorger, dann produzieren wir Essen, damit wir überleben können, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn das Ziel dieses anderen nur ist, irgendwie Profit zu machen, dann, glaube ich, muss man sich irgendwann die Frage stellen, wofür mein Leben eigentlich da war. Profit durch die Fremdbestimmung. Genau. Also dadurch, dass ich dann als Arbeiter fremdbestimmt bin. Ne? Ja. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hätte so eine Art Teilzeitarbeit und wäre so ein bisschen Selbstversorger, dann würde das ja schon relativ viel Freiheit ermöglichen. Könnte das ein Weg für die Zukunft sein? Das würde ein Modell für viele sein, das funktionieren würde, aber die Tendenz geht in eine ganz andere Richtung. Teilzeitleute, insbesondere Frauen, die Teilzeit arbeiten, werden zunehmend diskriminiert, dass sie nicht Karriere machen wollen, dass sie ihre Potenziale verschwenden und dass sie irgendwie Muttchen machen wollen. Also das kommt ja auch aus politischen Kreisen. Wenn Sie als Frau nicht die Vorstandsetage im Blick haben und das schon von klein auf, dann müssen Sie sich rechtfertigen. Ja? Und wenn Sie Ihre Kinder, wir haben ja vorher gesprochen, wenn Sie Ihre Kinder einfach, weil sie so wollen, allein zu Hause großziehen wollen, dann haben sie die absolute, also da geht gar nichts mehr. Ja. Also die Tendenz ist eher, alle sollen arbeiten und alle sollen möglichst maximal viel arbeiten und nicht nur quantitativ viel, sondern eben auch qualitativ viel, also hoch motiviert und möglichst mit dem Heiligenschein und mit dem, dass die Firma alles ist, buchstäblich alles, das ganze Leben. Ja, also ich kann mir jetzt vorstellen, Herr Renz, dass man Sie manchmal bei solchen Aktivitäten auch ertappen kann. Naja, also so Rasenmähen mit der Sense ist jetzt nicht so mein Ding. Aber im Garten rumwerken, klar. Ja. Ich habe einen Weinstock, das ist meine Lieblingspflanze. Und ich mache daraus wirklich auch Wein. Mhm. Ja, 6 Liter habe ich jetzt gemacht. Wie sieht bei Ihnen so ein Lazy Day aus? Ich komme aus so einer Leistungskindheit. Ne? Mein Vater, meine Mutter, die haben immer sehr viel gearbeitet. Von daher muss ich das erst lernen, einfach mal nichts zu tun. Und mir fällt es ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, wirklich so in den Himmel zu starren. Ich kann das eigentlich nicht, weil mir kommen sofort Ideen und dann muss ich das posten und dann starte ich ein Crowdfunding und dann machen wir ein Projekt und gründen dann so ein Haus oder bauen dann Möbel. Also ich muss das, glaube ich, auch echt noch lernen. Deswegen freue ich mich total auf das nächste Jahr, auf das demokratische Stipendium, wenn es dann kommt. Ja. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer sagen. Sie können uns ja mal posten auf Facebook. Wie halten Sie es denn mit der Arbeit und durchaus auch mit einem regelmäßigen Müßiggang? Diskutieren Sie mit uns und gucken Sie auf planetwissen.de, da finden Sie alles rund um Stress und das Arbeitsleben. Ja, ich gehe jetzt aus dem Studio und gucke ein wenig in den Himmel. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier bei uns zu Besuch waren. Und Ihnen viel Spaß, falls Sie es auch mal ausprobieren. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.